Hallo, bevor wir beginnen, einige Sätze zur Einordnung. Im zweiten Teil der Folge wird es auch um die US-Wahlen gehen und den Gesundheitszustand von Joe Biden, dem aktuellen Präsidenten und demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Wir haben diese Folge allerdings aufgenommen, bevor das Attentat gegen den anderen Kandidaten und ehemaligen Präsidenten Donald Trump verübt wurde. Deswegen es kommen einige Aspekte des Wahlkampfes, die wir heute natürlich thematisieren würden, in dieser Folge nicht vor. Andere Aspekte äh, haben nach, nach wie vor Gültigkeit, und deswegen ist diese Folge auch nicht wirklich veraltet. Grundsätzlich möchten wir natürlich sagen, dass in einer demokratischen Gesellschaft und vor allem in einem demokratischen Wettstreit Gewalt nie etwas zu suchen hat. Ähm, egal von wem diese Gewalt ausgeübt wird, egal gegen wen die Gewalt ausgeübt wird. Auch wenn wir Donald Trump und seine Partei äh, kritisch sehen, äh, hat niemand das Recht, Gewalt gegen äh, ihn oder andere Mitglieder seiner Gewal Partei auszuüben. Ähm, er muss in einem demokratischen Wettstreit, in einer demokratischen Wahl besiegt werden. Wer das anders sieht und in einer Demokratie zum Mittel der Gewalt äh, greift, der greift letztlich die Demokratie selbst an. Und äh, in dem Sinne, viel Spaß mit der Folge und äh, bleibt demokratisch. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Zukunft, Bundespodcast. Ich sitze heute wieder als äh, Co-Host oder Moderator, wie man auch immer will, äh, hier heute wieder in der Folge, nicht so wie in der letzten Folge. Und ähm, ja, ich sitze mit dem wunderbaren Mike wieder hier in der Folge. Hallo, lieber Mike. Hallo, sehr schön dich zu hören und zu sehen. Wie geht es dir? Ja, schön, dass wir wieder zusammenkommen. Mir geht es ganz gut. Das Wochenende ist im Sicht. Von daher ähm, freue ich mich jetzt auf die Podcast-Folge mit dir. Und dann geht's rein ins Wochenende. Mhm. Genau. Und ähm, ja, kleines Update. Wir hatten ja letztes Mal das Thema Landesvorstandswahl, weshalb du ja so ein bisschen eine andere Rolle eingenommen mhm. hast. Ich erinnere mich, ja. Weil, wollen wir mal, das die Spannung auflösen und äh, der Welt erklären, was passiert? Machen wir das nicht am Ende der Folge, damit die Zuhörerinnen dran bleiben. Okay, dann dann machen wir so richtig spannend. <laughs> nee, hau raus, mein Lieber. <laughs> ja, du wurdest wieder gewählt. Ja, ich wurde wieder gewählt. Vielen, vielen Dank mhm. äh, für die Wahl. Mit dem besten Ergebnis des Parteitages? Nicht ganz. Dass du Doch für dich war schon das beste Ergebnis des Parteitages. Für mich war äh, das beste Ergebnis des Parteitages, dass wir äh, so inhaltlich gut beraten haben, mein Lieber. Nein, ich, ja, ich dachte, ich dachte, du meinst ein Wahlergebnis. Okay, aber ich war sehr froh, dass das dann durch war mhm. und dass du da über über die Klippe gegangen bist. Über die Klippe. Um das mal so ja. ja, ich freue mich vor allen Dingen in diesem ähm, tollen Team weitermachen zu dürfen. Wir sind ja alle wieder gewählt worden und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, was uns die Partei da gibt. Äh, man scheint nicht ganz unzufrieden mit unserer Arbeit zu sein und das äh, freut mich natürlich sehr. Äh, gerade weil wir ja mit Schwarz-Grün in einer spannenden Regierungskoalition sind und äh, da äh, versuchen einerseits progressive Politik in diesem Bündnis umzusetzen und das Land auf Vordermann zu bringen und gleichzeitig Sicherheit zu schaffen. Und das ist ein Spagat und den scheinen wir ja ganz gut hinzubekommen. Deshalb bin ich da sehr, sehr froh drum. Aber jetzt liegt auch viel Arbeit vor uns mit der Kommunalwahl im nächsten Jahr und der Bundestagswahl. Und ja, auf diese Arbeit freue ich mich, mit diesen vielen, vielen Mitgliedern, die wir dazu gewonnen haben in letzter Zeit, das alles umsetzen zu dürfen. Schön, genau. Ja, und äh, noch ein anderes Update. Äh, der Antrag, den ich eingebracht habe, kam auch durch. weil mhm. War schade, dass ich den erst um 20.30 einbringen konnte, wenn alle auf den, das Fußballspiel warten. Aber naja, man kann sich das ja nicht immer aussuchen. Ne? Ja, also besser als während des F Fußballspiels. ne? Ja, da müssen die Leute sich mal entscheiden, Inhalte oder Fußball. Ja, ich wäre zum Fußball gegangen. Das, natürlich, ich kenne dich ja. Äh, welches Spiel war das denn nochmal? Was wird da gespielt? EM. Achso. Wenn die Folge rauskommt, ist die E-Folge. Genau. Wahrscheinlich Brasilien gegen Russland oder so. Okay. Genau. Ähm. Ja, aber Fußball ist heute ja leider mal wieder nicht unser Thema. Nein. Sondern wir wollen. Aber auch was Europäisches. Genau. Wir wollen auf zwei, ja, man kann glaube ich sagen, erfolgreiche Wahlsiege schauen, oder? Erfolgreiche Wahlsiege vor allen Dingen für die Demokratie eine Wahl ist immer ein Erfolg für die Demokratie, wenn demokratische Parteien gewählt werden. Von daher magst du recht haben. Ich mag recht haben. Wir schauen natürlich auf die Wahlen <laughs> in Frankreich und in Großbritannien, aber wir schauen zuerst nach Frankreich, wo man kann, glaube ich, sagen, äh, Macron ein Schachzug gelungen ist, äh, dem der ihnen nicht zugetraut wurde, auch von mir übrigens nicht. Also er hat es geschafft, dass das Rassemblement National, also das Rechtsbündnis, drittstärkste Kraft nur bei den Wahlen geworden ist. Sie waren ja im ersten Wahlgang stärkste Kraft und haben klar gesiegt. Und das Rassemblement National mit Marine Le Pen ist bei dieser Parlamentswahl jetzt doch drittstärkste Kraft geworden, lieber Mike. Ja, aber würdest du das wirklich als Schachzug von Macron sehen? Siehst du ja, dass er mit dem dass das Ergebnis ist, was er sich erwünscht hätte. Und es ist ja nur so, dass seine Partei nur zweitstärkste Kraft geworden ist. Das ist so. Ich glaube allerdings, dass sein also, ich glaube, es waren zwei Möglichkeiten, die er da drin gesehen hat. Ähm, einerseits, ähm, sein Land klar darzustellen, dass sie ähm, Rechtsextreme nicht in, in Verantwortung wählen. Das hat er mit dem Ergebnis geschafft. Oder Rechtsextreme in Verantwortung zu bringen, aber dadurch eine, ähm, eine Partei in die Regierung zu bekommen oder die Regierung zu formen, die quasi handlungsunfähig ist, weil Frankreich ja ein Präsid Präsidialsystem ist ähm, und dadurch die, die Rechtsextremen nicht so viel durchbekommen hätten. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht ist ähm, der Schachzug aufgegangen, zumindest die Rechtsextremen jetzt gerade erstmal nicht an die Macht zu bekommen. Mhm. Erstmal. Ich muss auch sagen, dass das hat auch viel mit dem Wahlsystem mhm, zu tun in Frankreich. Genau. Also sie waren ja trotzdem stark und ähm, wir schauen mal was was bei der Präsidentenwahl passiert, ne? Und ähm, also die Gefahr ist ja noch nicht gebannt, dass Frau Le Pen da tatsächlich durchzieht. Total. Ja, also es ist ein, ein ähm, kleiner Sieg, muss man so sagen. Ein ja auch nicht Sieg unbedingt von von Macron. Ich habe es nur als Schachzug von ihm oder klugen Schachzug von ihm bezeichnet, ähm, sondern ein, ähm, ein Erfolg des Linksbündnis, ähm, wo sich viele linke und progressive Parteien zusammengeschlossen haben, unter anderem auch die äh, Grünen in Frankreich, ähm, die diesem Bündnis angehört haben und die ähm, alleine ähm, 180 Sitze im Parlament errungen haben. Macron äh, Macrons Parteienbündnis hat 163 Sitze erreicht, ähm, in der Rassemblement National, also Marine Le Pen's ähm, Bewegung oder Partei äh, 143. Ähm, dann gab es noch die Republikaner die ja eher so die Konservativen rund um Sarkozy und äh, Jacques Chirac äh, äh, früher den Präsidenten gestellt haben, äh, 66 äh, Sitze und dann noch die sonstigen, wo auch äh, Lemur und die äh, Rechtsextremen, so würde ich sie jetzt mal bezeichnen, drunter fallen, äh, abgeschlagen in diesem äh, Konstrukt und man kann sagen, das Linksbündnis hat stark gewonnen. Und damit äh, habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Ja, äh, das Spannende ist ja, dass ich das praktisch nach der Europawahl erst gegründet hat. Ja. Also die sind ja sehr schnell zusammengekommen und äh, das ist schon eine Leistung. Also das richtig aus dem Boden stampfen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt an der Stelle irgendwie zusammenarbeiten äh, und äh, uns gegenseitig stützen, damit wir dann äh, was hinkriegen können und das äh, innerhalb kürzester Zeit. Also man kann sich das in Deutschland eigentlich gar nicht so vorstellen, also dass das in einer solchen Geschwindigkeit so etwas passieren kann. Na, ja, also man hat ja schon darüber debattiert, also es gab ja auch schon mal neue Wahlen in Deutschland und da hat man dann zwei Monate Zeit. Und das würde trotzdem nicht klappen, dass man in solchen zwei Monaten in Deutschland irgendein Bündnis herstellen könnte. Muss man auch nicht wegen eines also anderen Wahlsystems, aber. Und zusätzlich. Äh, schon sehr, ja, ist schon sehr spannend, äh, was da los ist. Ja, ne? und zusätzlich muss man sagen, in Deutschland ist es dann doch noch eine etwas, zumindest deutschlandweit, eine etwas andere Lage als in Frankreich. Da war es ja wirklich so, dass ähm, vermutet wurde, oder nach dem ersten Wahlgang damit auszugehen oder viele Menschen damit äh, ausgegangen sind, dass äh, rechtsextreme äh, diese Regierung anführen könnten oder zumindest die Parlamentswahl gewinnen würden und deshalb man sieht in diesen Wahlen, dass es trotzdessen immer ähm, größere Bündnisse und größere Kraftanstellungen braucht, um rechtsextreme aus Regierungen rauszuhalten, so auch jetzt in Frankreich. Ähm, das heißt, das ist jetzt ein ein erster Sieg so, aber du hast die Präsidentschaftswahlen schon angesprochen, die ja auch ähm, schon in Sichtweite sind, ähm, wo es wahrscheinlich nicht so leicht wird, ähm, so ein Bündnis zu schließen. Und man muss sagen, desto ähm, kraftanstrengender es für Demokratinnen ist, die Demokratie zu beschützen, desto schwieriger ist auch die Lage der Demokratie in diesen Ländern. Und ähm, das muss einem mhm. weiterhin zu denken geben trotz dieses äh, Erfolges. Und ich habe mich an dem Tag trotzdem mega gefreut. Ja, ich habe mich mega für Frankreich gefreut, dass sie ein ein starker Verbündeter auch von Deutschland weiterhin bleiben, weil sich das natürlich unter einer äh, rechten Parlamentsmehrheit ähm, ähm, hätte ändern können. Ähm, und Deshalb habe ich mich natürlich im ersten Moment befreut, aber trotzdem, desto größer die Kraftanstellung wird, desto schwieriger wird es auch für die Demokratie, am Ende die liberalen Grundwerte zu verteidigen. Ja, und letztlich, das, hat, das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Das ist auf der einen Seite die Bündnisfähigkeit der demokratischen Parteien, auf der anderen Seite, ähm, ja, gibt denen da schon so ein. Ähm, eine gute Folie, auf der so so ein Bild spinnen können, wo sie sagen, ja, das ist ja so eine Blockpartei, alle Parteien und äh, alle gegen uns, und das hilft denen ja auch unter Umständen irgendwie. Also das ist schon möglicherweise ein Teufelskreis, der sich da entspinnen kann. Deswegen muss man auch, wenn man bündnisfähig ist, ja auch immer sich mal auch abgrenzen können und beziehungsweise eigene Profilierung. Äh, und Alternativen aufzeigen können. Ne? Also das ist schon eine Sache. Aber ja, schauen wir mal, wie es weiterläuft. Interessant wird jetzt natürlich die Regierungsbildung. Mhm. Also ich frage mich, wie das dann stattfinden soll. <laughs> also der Macron will natürlich nicht mit Le Pen zusammenarbeiten, und, aber auch nicht mit denen, die die Wahl gewonnen haben eigentlich. Von daher schauen wir mal, wie es wird. Ja. Deshalb ähm, erst ein großer Erfolg und jetzt äh, liegt da noch einiges hinter, was bewegt werden muss, glaube ich. Ja. ja, von der einen äh, zur nächsten Wahl und zwar zu der Wahl in Großbritannien, wo ähm, es da aber einen sehr sehr klaren Sieger gab und auch einen Sieger, von dem man vorher Ausgehen konnte, dass er gewinnt, und zwar die Labour-Partei, also die sozialdemokratische Partei dort in Großbritannien. Ähm, und es ist jetzt äh, ein großer, ja, riesig großer Sieg, den sie dort kon erringen konnten gegen die Tories. Ähm, und damit stellen die, stellt die Labour-Partei seit ganz, ganz viel, ganz, ganz langer Zeit das erste Mal wieder den Premierminister mit Keir Starmer. Genau. Riesenerfolg. Sie haben ein Prozent mehr gekriegt als bei der letzten Wahl. Warum? Es ist auch da das Wahlsystem, was das natürlich begünstigt hat, dass ähm, dadurch, dass die äh, Tories sich ähm, praktisch zerlegt haben und pulverisiert wurden, unter anderem auch mit Hilfe der Reformpartei, mhm. das ist sozusagen die AfD in Großbritannien, Reform äh, UK. Mhm. die Labour, ja, genau, konnte Labour irgendwie über 400 äh, Sitze im Unterhaus bekommen. 412. Was eine mhm genau was eine satte Mehrheit ist natürlich und einen Tag nach der Wahl wurde Mr Stamer dann Premierminister ist also auch nicht unbedingt einer, der von viel Sympathie in, ins Amt getragen wurde, muss man sagen, äh, gilt als sehr langweilig. Er wurde mal gefragt, was denn äh, eine sehr bis, besonders ähm, aufregende äh, Eigenschaft an ihm wäre. Da hat er dann erzählt, dass er mal mit irgendeinem was, Schlagzeuger oder sowas mit dem zur Schule gegangen ist und neben dem gesessen hat. Also das Interessanteste ist an ihm, dass er mal neben dem interessanten Menschen gesessen hat. Ähm, also das äh, ist, äh, ist auf jeden Fall sehr interessant, vor allem wie die Labour-Partei damit umgeht. Also, also die Erwartungen sind ja nicht riesig, aber trotzdem äh, kann man da natürlich sehr schnell Leute enttäuschen, vor allem wenn die Sympathie erstmal nicht so hoch ist. Ähm, spannend ist auch, äh, dass äh, also, also die äh, Liberaldemokraten mhm. über 70 Sitze bekommen haben. Ein sehr gutes Ergebnis für die, also die haben es gelernt mit diesem Wahlsystem umzugehen, also wo man Direktmandate braucht, man hat ja praktisch nur eine Stimme und wer den Wahlkreis gewinnt, bekommt das Mandat, das führt, bei dieser Wahl hat das zu einer dermaßen starken Verzerrung mhm. zwischen Gesamtstimmenergebnis und den Sitzen geführt, wie bei keiner anderen Wahl zuvor. Also Labour hat jetzt mit nicht mal 40 Prozent eine Riesenfrage. Vielleicht Mehrheit. schauen wir einmal auf, auf die Ergebnisse, bevor wir ähm, auch genauer gucken, was das jetzt für Großbritannien heißt und was die Labour Party davor hat, ähm, weil Labour ist mit 412 Sitzen reingekommen, also wirklich mit einer äh, Klaren Mehrheit. Ähm, die ähm, Mehrheit der Sitze, wir lege, bei äh, 326 äh, Sitzen. Also da könnt ihr schon erahnen, 412 sind äh, weit, weit über den Durst. Ähm, die Tories mit ähm, stark abgeschlagen mit ehemaligen äh, Premierminister Rishi Sunek äh, mit 121 Sitzen im Parlament. Die Liberaldemokraten, äh, die du gerade angesprochen hast, äh, mit 71 Sitzen. Also echt ein riesen, riesen Erfolg. Reform UK stark hinter den Erwartungen bei den Direktwahlkreisen zumindest zurückgeblieben mit vier Sitzen, die unsere ähm, Schwesterpartei, die Green Party, mit vier Sitzen im Parlament, äh, Scottish National Partei mit neun Sitzen und äh, Plate Cymru, die Regionalpartei aus Wales, äh, mit vier Sitzen im Parlament und dann gibt es noch sonstige. Also wirklich ein, äh, satter, äh, eine satte Mehrheit für die Labour-Partei. Genau. Und Reform hatte bei den äh bei den gesamtstimmenzahlen eigentlich ähnlich eh viel wie die Reform, ja. äh, wie die, wie die Liberaldemokraten. Und ähm, die haben das halt äh, stärker verteilt. Es gab einige Wahlkreise, wo früher, also wo die äh, Reform, do, also doppelt so viel Stimmen hatte wie die äh, Konservativen, und wo die äh, Labour-Partei das Mandat gewonnen hat. Und äh, die haben da so sehr stark abgeschnitten. Was die Grünen betrifft, die hatten vorher nur einen mhm, Sitz. Das genau. war lange Zeit äh, nur der Wahlkreis Brighton Pavilion, der jetzt auch eine neue Abgeordnete bekommen hat. Aber die haben es auch gelernt, dieses Spiel zu spielen, dass man irgendwie guckt, wo hat man Hochburgen und wo macht man einen Wahlkampf so, dass man ähm, das Direktmandat gewinnen könnte. Und äh, das ist durchaus, ähm, also ist schon äh, ein Riesenergebnis. Mhm. Man muss eigentlich auch sagen, die haben jetzt sechs Prozent an den Gesamtstimmen bekommen, also knapp zehn Prozent weniger als Reform haben, aber gleich viel Mandate. Also bei Reform ist, es mir nicht leid, dass die da <laughs> bei den Direktmandaten nicht so gut abgeschnitten haben. Allerdings muss man schon sagen, es wird auch in Großbritannien diskutiert, dass man dieses Mehrheitswahlrecht vielleicht mal zu einem proportionalen Wahlrecht mhm. ändert allerdings äh, man muss auch sagen dass die die Mehrheit dafür hätten im parlament das zu ändern die sind, die am wenigsten Interesse daran hätten, das zu ändern, und deswegen wird das wahrscheinlich eine schwierige Sache. Es gab und, auch mal ein Referendum. Und zusätzlich eben gerade und, die, die stark rechtsextremen oder stark äh, europafeindlichen, zumindest Reform UK, halt diejenigen sind, die sich da gerade an die Speerspitze setzen, dieser Bewegung äh, zu sagen, wir müssen dieses Wahlsystem äh, reformieren, aber auch die Tories äh, natürlich jetzt gerade ähm, dahin gehen und sagen, wir müssen das unbedingt reformieren, und aus demokratietechnischer Sicht, aus Repräsentanzsicht, kann ich diese, diese, Diskussion sogar sehr, sehr gut äh, verstehen. Ja, also wenn eine Partei äh, tatsächlich ähm, ähm, ungefähr gleich auf ist, Tories und Labour, aber ähm, dann weit über absolute Mehrheit liegt, weil sie eben mehr Direktwahlkreise gewinnt, dann ist das eine krasse Verzerrung, Verzerrung einfach des Systems. Ähm, und das kann ich verstehen, dass dadurch Diskussionen entstehen. Genau, die Grünen beispielsweise, die unterstützen das ja auch. Also interessant bei den, bei dem eigentlichen Wahlergebnis muss man auch davon Verzerrungen ausgehen. Also Leute taktisch mhm. wählen, dass in im Wahlkreis, die eigentlich vielleicht die Grünen wählen würden oder eine andere Partei, dass sie sagen, okay, ich wähle jetzt Labour, damit jetzt der Konservative das hier nicht wird. Ich. Von daher, wie das Ergebnis dann tatsächlich aussehen würde, wenn es ein anderes Wahlrecht gibt, kann man auch nicht sagen. Aber das ist eine Diskussion, die da immer mal wieder stattfindet. Es gab auch mal ein Referendum in der Zeit, wo es eine Koalitionsregierung zwischen mit den Tories und den Liberaldemokraten gab. Dann die Liberaldemokraten dieses Referendum gewollt und die Briten haben sich gedacht, nee, wir sehen jetzt, was eine Koalitionsregierung bedeutet und dann wollen wir das nicht. Deswegen haben sind sie damit gescheitert. Aber es gibt da tatsächlich die Diskussion, dass es weitergeht. Mhm. Übrigens interessant ist auch, das, das Ergebnis in Schottland. Ähm, in Schottland war es ja so, dass das gibt ja die Scottish National okay. Party, die ähm, ähm, als Hauptthema eigentlich eine Unabhängigkeit von Großbritannien. Richtig. hat. Also es gab auch schon mal ein Referendum, das ist äh, ausgegangen, dass die Schotten äh, Teil des Vereinigten Königreichs bleiben wollten, also es ist gescheitert. Äh, diese Partei stellt den Regierungschef in Schottland. Also übrigens auch in Schottland, im schottischen Parlament gibt es das Verhältniswahlrecht. Ja, also das ist da ein bisschen anders. Und sie waren die stärkste Partei aus Schottland in Westminster. Und die, es gab im Wahlkampf, insbesondere von der ehemaligen Erstministerin, sozusagen die Ansage, das wird jetzt ein Referendum für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Also, das wird jetzt die. Die, die Abstimmung, ihr müsst die Scottish National Party wählen. Es geht jetzt da hinten los, weil die haben nur noch zehn Mandate übrig behalten. Hm, neun. Die sind ganz schön abgesagt. Das hat was mit Konflikten neun innerhalb äh, äh, nur neun, neun sogar. Das hat was mit Konflikten innerhalb Schottland zu tun. Also auch mit Skandalen, mit, mit äh, auch mit Ermittlungen juristischer Art und äh, ähm, es gibt möglicherweise auch Neuwahlen in, Sch in Schottland demnächst. Und ähm, also die, die Frage dieser Unabhängigkeit Schottlands, also das sehen eigentlich auch alle ähm, Kommentatoren dort, dass das eigentlich in weite Ferne gerückt Voll. ist. Und gerade dadurch, dass man das miteinander verbunden hat, jetzt bei dieser Wahl eigentlich nicht mehr sagen kann, wir wollen jetzt ein Referendum. Genau, total. Was ich auch spannend an der Wahl finde, ist eben. Ähm dass aber damals schon einen, einen anderen Drive hinlegt in der Erzählung oder in der Anlegung seiner seiner Premier-Erzählung, als es vorher beispielsweise R Rishi Sunak oder die die Tories gemacht haben. Also er spricht sehr sehr klar davon, dieses Land wieder ähm, ähm, to reunite äh, the nation, also das Land wieder zu vereinen und wirklich eher einen Kurs zu fahren, Menschen mitzunehmen auf den Weg, den er den er gehen möchte ähm, und eben auch Jetzt wirklich Reformen anzustoßen. Ja, also das ist schon so, dass, dass er ähm, im ersten Schritt seine Partei reformiert hat, hin zu, zu einer eher Mitte-Partei. Äh, ja, hat ja unendlich viele Menschen auch aus der Partei ausgeschlossen. Also hat er wirklich einen sehr, sehr rigiden Kurs gefahren, um wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Und diesen Kurs versucht er gerade weiterzufahren als Premierminister. Das heißt, ja... Es ist jetzt vielleicht nicht der euphorischste Redner oder der euphorischste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Aber ich finde ihn trotzdem eine sehr, sehr spannende Figur, weil er sehr, sehr klar ist, sehr eindeutig in seinen Entscheidungen, zumindest die, die er innerparteilich bisher getroffen hat. Und gleichzeitig diesen, diese Verbundenheit und diese Zusammenhalt in der, in, im Land versucht zu fördern, zumindest durch die Reden, die ich bisher von ihm gehört habe. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden, spannenden Kurs, den er dort fährt. Und er hat in seinen Antrittsrede auch ähm, Rishi Sunak ähm, gedankt für die Arbeit, die er davor getan hat. Ja, also wirklich auch ein ein ähm, äh, ein Wink dahin zu sagen, ähm, ich möchte dieses Land tatsächlich führen und ich möchte Premierminister für alle Menschen sein und nicht nur für die, die mich am Ende gewählt haben. Was ja ein anderer Ton ist als der, den ähm, den äh, sein Vorgänger so gefahren haben und man muss sagen dieses Land ist ja extrem ins Schlittern geraten durch die durch die äh, Tories also zuerst das ganze Thema äh, äh, Unabhängigkeitsreferendum ähm, Austritt EU ja wo ähm, wo ja ähm, die Tories am Ende diejenigen waren die dafür die Tür geöffnet haben ähm, dann ein heiden hin und her bei den beim Thema PremierministerInnen, ähm, wo sie ähm, wirklich alle paar Jahre den Premierminister gewechselt haben, ja. Ähm teilweise alle paar Wochen. teilweise alle paar Wochen und Monate nur, genau. Was natürlich auch etwas macht mit so einer Regierung und mit so einem Land und diesen Drive jetzt zu fahren, da wieder Ruhe reinzubekommen und wirklich zu sagen, ich möchte dieses Land wieder mehr Zusammenhalt fördern und da eine Regierung auch aufstellen, die jetzt endlich Reformen anpackt und tatsächlich auch etwas bewegen möchte und sich nicht mit sich selbst beschäftigen möchte, sondern wirklich mit den Themen der Menschen im Land. Das ist ein anderer Drive und ein anderes Herangehen, was er da vorlebt und ich bin gespannt, wie und ob er das durchhalten wird. Ja, also. Ähm es gibt einige Leute, die gesagt haben, ja, ist die, also es war vorher klar, die Konservative müssen weg, weil die Leute sagen, jetzt müssen endlich mal wieder die Erwachsenen ins Zimmer. Ja. Also es ist ja teilweise, also es ist äh, jenseits aller Satire, was da passiert ist, also bo und und muss man, unter Boris Johnson. Ja, aber da muss man also sagen, Boris Johnson war in den letzten Jahren nicht der schlechteste Premierminister, die die äh, Konservativen ja, also, dort gestellt haben, ne? also das ist schon verrückt. Nein, nein, ich… Also es war ist schon ist schon ist schon sehr interessant. Deswegen, äh, wie gesagt, es, es war ja kein äh, also was die eigene Unterstützung be betrifft jetzt auch kein besonders großer Sieg. Also dieses äh, der hatte ist ja ist ja auch nicht viel mehr als Jeremy Corbyn was er gekriegt hat. Aber so dieses okay, es war äh, langweilig, aber äh, wir brauchen jetzt irgendjemanden, der einfach mal die Arbeit macht und äh, uns äh, jetzt nicht zu sehr blamiert international. Äh, da ist er, glaube ich der richtige Kandidat für gewesen. Ähm, Interessant finde ich ja Liz Truss, mhm. die äh, die ähm, Premierministerin, die kein, die den ähm, also Vorvorgänger so äh, ja die ähm, also die zwei Monarchen erlebt mhm. hat, aber irgendwie keine zwei Monate und die ähm, also wo es ja damals schon den Web, Web gab, wer wer es schneller äh, verwelkt einen äh, äh, Kopfsalat oder sie und der Kopfsalat hat letztlich gewonnen. Die hat ihr Mandat verloren mhm. jetzt. Also sie in einem, in einem Wahlkreis, der, ähm, also wo sie Konservativen seit Ewigkeiten die, den Abgeordneten mhm. gestellt haben. Und, Und nicht nur sie, äh, auch, unter auch der Brexit-Befürworter, da fällt mir gerade der Name nicht ein, aber ähm, der Brexit-Befürworter, der damals die Kampagne mitgefahren hat, ähm, ist auch nicht äh, wieder reingewählt worden. Ne? Also es gibt mehrere, genau, Personen, das schon die ähm, in den letzten Jahren, sage ich mal, jetzt nicht damit geglänzt haben, gute Politik zu machen, ähm, die jetzt auch äh, eben nicht in dieses, es nicht in dieses Parlament geschafft haben. Ja, da gibt es ein sehr schönes Video, als äh, die Wahlen ausgerufen wurden. Uh, I'm happy to stand on my record. <laughs> was, was ich denke, ist das dein Ernst irgendwie? Du bist irgendwie 40 Tage Premierministerin gewesen und äh, wäre es wahrscheinlich schneller weg gewesen, wenn die Queen jetzt nicht äh, verstorben wäre zwischendrin und ähm, ähm, ja und aber ich meine, dass äh, sie war auch nicht. Also es ist in Großbritannien so, dass auch in jedem Wahlkreis dann so eine Verlautbarung gemacht wird, wer wird's. Und der Gewinner äh, kann eine Rede halten. Und wenn ein äh, äh, Member of Parliament da abgewählt wird, kann auch eine Rede gehalten werden. So also eine Concessions-Speech. Ne? Und äh, Frau Truss hatte nicht mal die Größe, das hinzukriegen, mhm. sondern ist einfach so abgerauscht. Also von daher, das wird man dann am Ende nicht vermissen. Genau, das wird man nicht vermissen. Sagen. Spannend finde ich, dass ähm, jetzt aber schon ein Kurs gewählt wurde, der wesentlich europafreundlicher wieder ist. Ja, also... Die Briten werden dadurch jetzt erstmal nicht in die EU zurück äh, wieder eintreten. Ja. Aber ähm, es ist schon so, dass mal, ähm versucht, die Nähe zu Europa wieder zu, zu suchen und zu finden und da auch die Hand wieder reicht. Und gleichzeitig muss man aber sagen, dass natürlich das auch ein Gegenseitiges immer sein muss. Also, das heißt, auch die EU muss davon profitieren, dass sie vielleicht wieder enger mit der UK, äh, mit Großbritannien zusammenarbeitet. Ähm, aber gleichzeitig ein, ein ganz spannender Funfact: ähm, ich weiß ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, der Außenminister äh, vom Kabinett Kirstammer, ähm der britische, sein erster Antrittsbesuch war bei uns in Deutschland bei Annalena Baerbock, ähm, weil er gesagt hat, ich möchte ähm, mit dieser, mit den Regierungen in der EU, da möchte ich ein Zeichen setzen und dort eben meinen Antrittsbesuch machen. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Zeichen. Habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich folge schon länger jemandem bei Instagram, der ist jetzt Minister for, for the Armed Forces. Toll. Ja, genau. So ein, äh, Wem äh, du nicht äh, alles folgst. Ist der sein coming, ja, der hatte vorletztes Jahr sein coming out und. Äh, äh, ist auch ganz süß, dass der jetzt bei dem Militär gelandet ist. Ne? Ja, super schön ähm, <laughs> und äh, tatsächlich auch ein. Übrigens äh, nochmal, nochmal, mhm. ja, nochmal kurz zum Abschluss, äh, was ich sehr schön fand. Ich habe eine Rede gesehen von Rishi Sunak bei der konstituierenden Sitzung des neuen Parlamentes. Was also es gibt ja im britischen Parlament, also die sind ja schon sehr heftig mhm. miteinander, was Diskussionen gibt. Aber es gibt dann auch durchaus Situationen, wo die auch sehr gut miteinander umgehen. Und so den Wert der gemeinsamen, also den gemeinsamen Werte Demokratie hochhalten. Und das war so ein Moment und das fand ich ziemlich gut. Und, ne, das hat ja auch äh, Kirstamer als an, äh, im Anfang seiner Antrittsrede gemacht, ne? Wo er erstmal gesagt hat, ich danke Rishi ähm, Sunak für seine geleistete Arbeit. Ne. Auch das ist ja schon eine Handreichung und eine Ehrerbietung, die ähm, ich finde, sich auch unter Demokratinnen gehört, egal wie wie hart man kämpft. Ja, apropos. Genau, das unterscheidet uns von Donald Trump. Und damit kannst du jetzt danke machen. schön, dass du meine Überleitung <laughs> kaputt machst. Äh, aber wir wollen auch noch nach ähm, äh, den anderen Vereinigten Staaten reden. Ja, ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, die USA. Das, der, der niemand versteht den Witz, weil ich glaube, das ja rausgekommen. Genau, zum Glück. Ähm, die USA. Ähm, da spielt sich gerade ein Drama ab, ähm, was für Demokratie liebende Menschen äh, schwer erträglich ist, so möchte ich es mal zusammenfassen, weil Biden ähm, sich nicht mehr nur verhaspelt, sondern ähm also in der TV-Debatte, das werden einige von euch schon mitbekommen haben, äh, grandios verloren hat, ähm, dort echt Dinge ineinander geschmissen hat und äh, so verwirrt, wie so ein alter Opa gewirkt hat, dass man da schon echt äh, Fragezeichen an, die den Gesundheitszustand dieses Menschen haben kann. Und zusätzlich jetzt auf dem NATO-Gipfel, ähm, gerade gestern, ähm, wir nehmen heute am ähm, Freitag auf, den 12. Juli, ähm, auch wieder Aussätze hatte, wo er beispielsweise Präsident Zelensky, Präsident Putin genannt hat ähm, und andere Dinge, die dort vorgefallen sind. Also es ist echt ein Trauerspiel und ähm, mir fehlen so langsam die Worte, lieber Mike. Ja, mir, mir auch. Also das, ähm, ich habe mir das angeguckt. Ähm, also und äh, wenn man, man sagt, ja, das kann man nicht ungesehen machen. Also der Eindruck, der sich da aufgedrängt hat, war, irgendwie, der kann doch nicht die nächsten vier Jahre äh, noch im Amt bleiben. Ähm, wir haben ja schon mal über das Thema mhm. gesprochen, habe ich schon mal angedeutet, dass möglicherweise Joe Biden ähm, ein Tacken äh, übers Verfallsdatum sein könnte, was das betrifft. Hast du ja noch gesagt, nein, komm, ist ja immer noch besser als Donald Trump. Das, das ist, ist ja, das ja Spin, der gerade so. auch noch versucht. Es ist weiterhin so, ich meine, da könnte man immer noch den, den Salatkopf nehmen, der gegen Distrust dahingestellt wurde, wäre auch ein besserer Präsident als. Also lieber Mike, ich möchte, Aber ich möchte jetzt einmal <laughs> was sagen. Ja. Das war zu einem Zeitpunkt, wo dieser geistige Zustand, den der Präsident jetzt gerade in sowohl TV-Debatten als auch in öffentlichen Auftritten als auch jetzt beim NATO-Gipfel an den Tag legt, überhaupt noch nicht ersichtlich waren, dass das so krass sein kann. Ja, also das ist mal das Erste, dass du mir da gerade Dinge in den Mund legst und völlig aus dem Zeit zusammen völlig aus dem Zeit hältst, finde ich äh, nicht ganz okay. Ähm, der zweite Part ist, ich glaube, ähm, das was jetzt gerade am schwierigsten an dieser Lage ist, dass man ihn ja dazu bringen muss, weil das Wahlsystem in Amerika durch die Vorwahlen dort so ist, ihn dazu bringen muss, zu sagen, ja ich trete jetzt nicht mal ein, an, weil es sonst außer bei medizinischen Themen ähm, ja ähm, keine andere Möglichkeit gibt, ihn davon abzuhalten, weiter im Rennen zu bleiben und damit der demokratische Kandidat zu werden. Ja, also weil die die Stimmen sind gebunden. Ja, ähm, und man muss sagen, das ist ein die Spenden, die auch, spenden auch, also es ist wirklich ein heikles Unterfangen, äh, in die die Demokraten da gerade durchmachen. Und ich habe schon gehört, dass das viele in seinem Umfeld ähm, jetzt vor allen Dingen auch noch mal nach den NATO-Aussetzern ähm, jetzt tatsächlich noch mal verstärkt darüber nachdenken, wie man ihn tatsächlich dazu bringen könnte, jetzt äh, den Rückzug anzulegen und jemand anderen dran zu lassen. Ähm, und wenn man sich das so aus der Ferne anguckt, dann kann man da nur sagen Hoffentlich schaffen Sie es, also hoffentlich kriegen Sie es hin, äh, diesen Mann noch äh, zur Vernunft zu bringen, weil er ja ähm, ganz klar sagt, und was willst du auch anderes machen, wenn du gerade der Kandidat bist, äh, ganz klar sagt und die Administration um ihn herum ganz klar sagen, nein, ich bleibe natürlich weiter im Rennen, weil ich bin der beste Kandidat, um gegen Trump zu gewinnen. Dann kann man als Außenstehender Zweifel haben. Ja, aber das ist zumindest das Wording, was man sich jetzt zurechtgelegt hat und man kann nur hoffen, dass da im Hintergrund tatsächlich auch wirklich Gespräche geführt werden, um da eine glimpfliche Lösung am Ende noch hinzubekommen und vielleicht einen Kandidaten oder Kandidatin aufzustellen, der oder die zumindest nicht diese krassen Aussätze hat und tatsächliche Chancen gegen Donald Trump hat. In Klammern, wenn es bleibt, kann man nur hoffen, dass die, dass das Land sich zwar für ein eventuell etwas senilen älteren Herren entscheidet, aber nicht für einen komplett verrückten. Aber für den richtigen der beiden senilen so. älteren Herren. Ja. Ne? <laughs> Also interessant an der ganzen Geschichte ist ja doch, äh, meine da kommen ja dann viele Versuche, äh, das irgendwie noch zu retten und Leute zu beruhigen, das kommt dann ja raus. Ich habe eben noch gehört, dass, dass äh, eine Frau aus dem Team von äh, beiden irgendwie ein Gespräch hatte mit einer Gruppe, die heißt Jüdinnen für Joe. Also jüdische Spenderinnen, die einige Fragen hatten, insbesondere was denn ist, wenn er jetzt wiedergewählt wird. Und ähm, ja, und man muss sich ja kann sich ja Videoaufnahmen angucken von der letzten Wahl und von diesem Wahlkampf, dass es ja doch schon ein äh, deutlich wahrnehmbarer Verfall war. Also es gibt ja auch Hinweise darauf, dass er möglicherweise Parkinson hinter sein konnte. Das war wohl auch Parkinson Experte dann im, äh, im Weißen Haus, dass du dir hast. Genau, whatever da, darüber man glaube ich, nicht spekulieren. Klar ja, ist, ja, ja, glaube genau. ich, dass er ja. wirklich also dass da Herausforderung dahinter ja, steckt. Also es Genau, dass das dass für ihn schon ein bisschen anstrengender ist, als es jetzt vor ein paar Jahren noch war. Aber äh, auf jeden Fall, dann wurde, wurde versucht, diese Gruppe zu beruhigen, von wegen, er hätte seine Gehirncoaches, also Leute, die ihm dann auch helfen beim Denken. Und das wären seine Frau, die Vizepräsidentin und der Mann der Vizepräsidentin, wo man sich dann denkt, okay, das hat was von... Ähm, schon maoistische Verhältnisse, also wo die Gattin und so, so ein paar andere Leute irgendwie im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Ähm, ich habe heute auch gehört, dass ähm, also Nancy Pelosi ist ja sehr interessant, was das betrifft. Ähm, die sagt: Ja, man muss untersuchen, hat erstmal gesagt, man muss untersuchen, was äh, ob das jetzt eine vorübergehende mhm. Geschichte war oder ein Dauerzustand. Die ist ja auch zwei Jahre älter als er. Also ist jetzt nicht jemand, der aus der Age Shaming macht. Und ähm, das Letzte, was er gesagt hat, ja bei jeder Entscheidung, die er trifft, stehe ich dahinter. Dabei hat er schon entschieden nach außen, wie es ist, und da wurde sie auch darauf angesprochen. Und das nochmal wiederholt. Also wie auch immer er sich entscheiden wird, <laughs> ich stehe dahinter und. Ähm, es gibt ähm, wohl äh, Informationen darüber, dass hinter den Kulissen sowohl Obama als auch Pelosi mhm. äh, versuchen, irgendwie das hinzukriegen. Man muss möglicherweise die Frau von Joe Biden überzeugen, aber die sieht das äh, äh, aktuell noch sehr anders. So. Und äh, ich habe ja heute Nacht zum Einschlafen mal diese Pressekonferenz angeguckt, wo irgendwie äh, Kamala Harris mhm. mit Donald Trump verwechselt hat. Genau. Äh, und äh, also. Ähm, also er kann auch gut vom Teleprompter ablesen, Danach wird schwierig. Also man muss sagen, also einerseits habe ich da ja einen, einen ganz, ganz großen Respekt, drum, dass er ein Umfeld hat, was ihn so äh, stützt, so beisteht, äh, ja, egal in welchen zeiten, ja auch, auch die familiengeschichte, die hinter beiden äh, steckt, ist ja eine sehr, sehr ähm, ähm, starke und, und rührende geschichte, tatsächlich auch gerade mit seiner, seiner jetzigen frau. also das ist ja alles sehr, sehr beeindruckend. aber man muss sagen, nach der tv-debatte, war das, was man in die Öffentlichkeit gebracht hat? Ja, vielleicht müsste man jetzt darauf achten, dass Beiden keine Termine mehr nach 21 Uhr macht, so nach, nach 20, 20 Uhr, Uhr, damit er auch genug Schlaf kriegt. Und da denke genau. ich mir halt so: ey Leute, ich verstehe, dass ihr es retten wollt, ja, also total, ja, und ich möchte auch, dass ein Demokrat am Ende dieses Land führt, weil ich sonst echt auch für die Weltlage wir echt vor großer Herausforderungen stehen, so. Aber andererseits, wenn das einzige ist, was du am Ende noch rausruhen kannst, zu sagen, ja, der müsste jetzt mal nur ein bisschen mehr schlafen, dann wird das schon. Das ist halt schon ein Armutszeugnis für eine Demokratie, für eine so alte De Demokratie und für eine früher mal so funktionale Demokratie, die sie heute lange schon nicht mehr ist, so. Ähm, das ist wirklich, boah, also da ist echt kurz vor zwölf, so. Ähm, und ich, ich kann nur hoffen, dass ähm, die Demokratinnen ihn dazu bringen, äh, da am Ende die richtige Entscheidung zu treffen und dann auch eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellen, die oder der am Ende Trump tatsächlich bezwingen kann im Duell. Ja. Da sind ja ein paar spannende Wenn Namen. Kurz vor zwölf? Ja, kurz vor zwölf kann er das nicht mehr machen. Ja. müsste er genau müsste er längst im Bett genau. liegen ah, da sind ja ein paar spannende Namen äh, im Rennen also vorne weg natürlich Kamala Harris die ähm, ähm, quasi in den Startlöchern ja eh steht wenn er in, in der Präsidentschaft als, als äh, oder wenn ja wenn er in der Präsidentschaft und sie als Vizepräsidentin dann einspringen müsste wenn er mal in einem Gesundheitszustand sein sollte oder wie auch immer ähm, dann wäre sie ja sowieso am oder, Start also Gott will. So, Ne, ähm, äh, und andererseits gibt es aber auch andere namen und einen namen finde ich da ganz am spannendsten ich halte das eher für ein gerücht aber ähm, äh, trotzdem einen sehr spannend zu diskutierenden namen der da heißt obama aber nicht barack sondern michelle obama wird immer wieder ins spiel gebracht ähm, ein extrem spannender name wie ich finde weil ich glaube das wäre eine person hinter die sich das land äh, tatsächlich auch vereinen könnte. Was hältst ja, du? Von, ja, was hältst du von diesen? Nein, also wird, wir, wir spinnen jetzt mal, Mike. Ja, wir spinnen mal eigentlich ja, in der Zuk in die Zukunft. Ich glaube auch persönlich nicht, dass es passieren würde. Aber glaubst du, eine äh, Präsidentschaftskandidatin Michelle Obama äh, könnte es tatsächlich schaffen, Trump zu besiegen? Ich persönlich glaube ja. Theoretisch ja, aber man die hatte noch nie ein Amt inne. In, ich meine, das hatte Trump auch vorher nicht. Aber ähm ich, die wird das nicht machen. Ich glaube, wenn, wenn Biden aufhört, läuft alles auf Harris hinaus, weil dann wäre das Problem auch gelöst, was passiert mit den Millionen, die schon gespendet wurden, weil sie könnte die nutzen. Andere könnten das nicht, dass es die Wahlkampffinanzierung mhm. verbietet. Das. Genau, weil sie eben seine äh, Präsidentschaftskandidatin ist und damit in seinem Wahlkampfteam mit drin ist. Ne? muss man erklären. Genau, Michelle Obama hatte natürlich den Reiz, dass das ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, was eigene Politik betrifft oder kann man halt viel reindeuten oder kann man auch auch viel viel Und machen sie hätte halt den interessant halt auch den Reiz, ähm, äh, dieses ganze Thema we the, the Nation, ne? Also tatsächlich ein, ein Verbindungsfaktor zu sein für eine Nation, die so gespalten ist wie die jetzige, ne? Also auch dafür wäre es spannend, weil das hätte also Kamala Harris äh, Beliebtheitswerte sind eh nicht schlecht wie die von beiden. Ähm, ähm, hat jetzt im im Vice Präsidenten Präsidentenamt auch nicht die, die allerbeste Figur gemacht. So. Das heißt also auch, sie wäre eher eine Art Übergangskandidatin, die jetzt auch nicht unbedingt von Beliebtheit strotzt. Ja, interessant ist ja, dass das Team von beiden gerade untersuchen lässt, das ist ja auch rausgekommen, welche Chancen sie denn hätte. Man könnte naiverweise sagen: man guckt schon mal nach einem Plan B. Man kann aber auch sagen, okay, die wollen irgendwas gegen sie in der Hand haben, damit man sagen kann, die schafft das ohnehin nicht. Es ist ohnehin interessant, wie die da, diese Verteilungsstrategie ist. Also Biden sagt ja auch, ja, diese ganzen Parteieliten, die mich jetzt abschreiben, die interessieren mich ohnehin nicht. Mich interessieren nur die normalen Leute. Das ist, das ist die ganze populistische Scheiße, die auch letztlich von Trump dann auch kommen. Ja? Und dass ausgerechnet er über die Parteieliten spricht, der, ich meine, der ist Präsident und ähm, eigentlich ziemlich äh, verankert in der, in der Partei. Hm. Ist schon ganz ist schon ganz interessant auch, du hast es ja vielleicht mit George Clooney mitgekriegt. Mhm. George Clooney hat ist ja einer der besten Spettensammler, die die Demokraten haben und der hat einen Gastartikel in, in was New York ich Times auf jeden Fall da geschrieben. Ja, da mhm. ja, geschrieben. Dass, dass äh, er bei diesem Event schon also als so ein Fundraiser gemacht ein Event wo 20 Millionen Dollar eingenommen wurden das war eine große Nummer und äh, dass der beiden den er da getroffen hat eigentlich der beiden war aus dieser Fernsehdebatte und der ziemlich erschrocken mhm. war und das ist eigentlich der hat ihn tatsächlich auch darum echt... gebeten äh, zurückzutreten ja, er hat aber auch gesagt, dass dass er ihn hoch respektiert, mhm. was viele, die das gesagt haben, er soll aufhören, äh, Respekt vor seiner Lebensleistung, Respekt dafür, für, dass er die Demokratie gerettet hat bei der letzten Wahl. Und dass es eigentlich jetzt sein Dienst. einer Demokratie wäre äh, den Weg frei machen zu machen für jemand anderen. So, wie hat das beiden Team darauf reagiert? Sie haben gesagt, der George Clooney, der war eine Stunde da beiden drei Stunden, wer hat denn hier kein sohn Vermögen? Also hat so als halt, <laughs> <hat lacht> halt zweieinhalb <laughs> Stunden davon geschlafen, beiden, aber ähm, er war da. Ja. <laughs> genau. Und jetzt, wo äh, rauskommt, dass Obama versucht, im Hintergrund ähm, das schon dahin zu bewegen, dass das Richtige passiert, nämlich dass er Abtritt. Ähm, dann äh, kommen dann sozusagen die Atlanten von, von Biden. Es äh, gibt so also eine Sendung, die heißt Morning Show, und äh, der, also Biden ist der größte Fan dieser Sendung und umgekehrt. Äh, die haben dann irgendwie gemeint, ja, also der Obama, der hat ja eigentlich auch nichts hingekriegt, verglichen mit der Präsidentschaft von Biden. Wo ich dann denke, mein Gott, was du das machst. Also, es oder? ist wirklich, also, wirklich negativ beeindruckend. Man, man denkt immer, dieser US-Wahlkampf kann nicht zu einer noch größeren Shitshow werden, und sie beweisen Nein. es immer wieder, dass es immer noch ein Stück schlimmer geht. Ne? Und jetzt auch die andere Seite, ja. die die gute Seite ja eigentlich, die die Demokratie retten will in den USA, jetzt auch mit dieser Shitshow anfängt. Und es ist echt einfach nur noch ernüchternd und äh, traurig. Man kann nur hoffen, dass dieses Land und die äh, diese Partei da gut durchkommt und am Ende ähm, ähm, tatsächlich. Ja, die, die Demokratie siegt und wir kein, Toilet, tot, kein weiteres totalitäres System dort aufgebaut bekommen, ähm, weil wir die USA noch als Verbündete weiterhin benötigen werden. Weißt du, wie dieser Teil der Demokraten mittlerweile genannt wird? Blue Maker. Hm. Hm weil die genauso agieren wie wie diese Maker Leute bei den Republikanern. Aber man muss natürlich sagen, also Joe Biden wollte in den 80ern ja schon Präsident werden. Er musste sehr lange warten bis er und auch sehr lange klar. kämpfen, und ja, Also man man muss sagen, diese und das ist das, was du ja auch gerade meintest, was George Clooney angesprochen hat und auch viele andere diese Lebensleistung, die hinter Biden steht, die ist unbenommen. Ja, also, er, er hat Amerika vor dem Endgang der Demokratie bewahrt und er hat tatsächlich äh, auch im, im Team mit Obama ja unglaublich viel erreicht ähm, und auch ähm, in seinen Stationen davor für dieses Land unglaublich viel, ähm, viel gearbeitet. Ja, deshalb ähm, glaubt er ja auch, er ist der einzige, der dieses Land bewahren kann vor einem Donald Trump. Aber am Ende muss man tatsächlich sagen, ähm, wäre es für die Demokratie in den USA und für die Menschen in den USA ähm, ein Gewinn, wenn dieser Mann ähm, tatsächlich die Entscheidung trifft, nicht weiter anzutreten. Genau, aber du hast mich ja nicht ausreden lassen. Das mache so ich gerne. Weiter erzählen. <laughs> also er wollte in den 80ern, er ist eigentlich wegen relativ kleiner Fehler aus dem Rennen raus. Kannst also du dich noch gut daran erinnern, oder? Ich habe da meine Dokumentation mhm. drüber gesehen. Er hat äh, die Rede von einem britischen Labour-Abgeordneten ähm, praktisch plagiiert und das ist rausgekommen. Und es äh, gab noch ein paar andere Fehler. Ist er dann ausgestiegen, ist dann Senator geblieben und ähm, äh, man hätte auch persönliche Schicksalsschläge, irgendwie sein äh, Sohn starb an Krebs. Also es äh, hat es ja auch nicht immer so einfach gehabt. Er hat wohl auch nicht so ganz. Ähm, er hat es ein bisschen übel genommen, dass er 2016 nicht aufgestellt mhm. wurde, sondern Hillary Clinton ihm vor, vorgezogen wurde. Und äh, ich meine, wenn man so US-Präsident ist, es gibt ja so da zwei Klassen, One-Term Presidents und Two-Term Presidents. Ähm, ich glaube, also wenn du seit den 80ern versuchst, Präsident zu sein, ähm, dann, und dann möchtest du jetzt nicht als One-Term-President abtreten, um dann vielleicht deinen Vorgänger eine zweite Amtszeit zu bescheren. Deswegen äh, ist deine eigene Wahrnehmung vielleicht mhm. verschoben. Und es ist wahrscheinlich auch für jemanden, der irgendeine Form von körperlichen Verfall, also der auf einmal eine Behinderung hat oder ein höheres Alter oder sowas. Insbesondere mhm. wenn, wenn, wenn das Denkvermögen äh, nachlässt, äh, den Punkt zu finden, sich einzugestehen, dass gewisse Dinge nicht mehr gehen. Aber das in einer solchen Situation, wo man praktisch unter dem Brennglas der Weltöffentlichkeit ist, ähm, das ist wahrscheinlich nicht einfach. Von daher muss man äh, ihm auch zugestehen, dass dass, ähm, dass er denkt, okay, ich, ich kriege das irgendwie hin. Ähm, wem, wem ich das ehrlich gesagt nicht zugestehe, ist sein Umfeld. Weil da ist ganz viel Eigennutz hinter. Die ganzen Leute, die wirtschaftlich davon abhängen, dass er da in dem Amt ist, sagen, ah, wir, wir jatzen den da mal durch. ähm, und also die müssten eigentlich mal so vernünftig sein zu sagen, komm Joe, du hast deinen Dienst gemacht, jetzt hast du die letzten Jahre, erhol dich noch gut. Ich meine, wenn der wirklich jetzt nochmal Präsident würde, wäre der 86, wenn die Amtszeit vorbei ist. Und er ist jetzt keine junge 70 mehr. Ach so, wenn er 86 ist, wenn die Amtszeit vorbei ist, dann ist er keine 70 <laughs> naja. mehr. Ja, ja. Nein, rata, ich meine, rata, das ist, ist nicht so, dass das er so immer schlecht, aber du könntest recht haben. Naja, es ist jetzt nicht so, dass er noch so vital ist wie so ein, so ein, so ein 70-Jähriger, sondern man merkt schon, dass er da auch die 90 zu. Ja, und dir merkt man die 50 und, auch gar äh, nicht an, lieber Mike. Halt Von daher, ähm, <laughs> lass uns doch einmal in die Zukunft blicken, mein Lieber. In deine? Das ist meine. <laughs> ja, Guter Versuch, du bist zu weit weg. <laughs> ähm, ja, man kann nur sagen, wir hoffen alle, dass dieses Rennen am Ende gut ausgeht, und wir blicken jetzt auf eine politische Sommerpause. Man hört sehr im Mikro übrigens, dass du gerade schmatzt. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Wir blicken jetzt auf eine politische Sommerpause hin, und lieber Mike, wie geht's da für uns weiter? Ja, jetzt muss er gerade noch ausspringen. Wir warten mal noch einen Moment. Ja, jetzt. <laughs> Also für uns geht es jetzt erstmal in die Pause rein, tatsächlich. Mhm. Das heißt auch, wir haben heute Staffelfinale. Finale. Im September kommen wir wieder. Oh. Ja, wir sind die einzigen <laughs> beiden Deutschen im Finale. Stark, ja. Genau, und dann geht es in der nächsten Staffel weiter. Und ähm, ansonsten, was man natürlich dann sehr eine Rolle spielen wird, wird die Landtagswahlen sein, die drei im Osten, also Thüringen, Sachsen und später Brandenburg. Also das wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen. Total. Und wir blicken auf, ähm, ich glaube, eine ähnlich ereignisreiche Zeit wie vor der Sommerpause und äh, wir freuen uns, ähm, dass ihr uns da wieder als Zuhörerin begleitet und ähm, danken euch sehr, dass ihr äh, uns durch die ganzen Staffeln, die wir jetzt schon produziert haben, so fleißig begleitet haben und wünschen euch jetzt eine hoffentlich entspannende und schöne Sommerzeit und äh, freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. Ähm, und damit auf bald. Bis dann. Schönen Sommer. <music>